Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. In der heutigen Folge fahren wir das Rennen vom letzten Mal. Und wenn ihr euch gerade wundert, wieso ich im Pausenmenü bin, ich sitze hier gerade schon im Wagen und ja, das Rennen startet jetzt auch gleich. So, die Zwischensequenz haben wir ja in der letzten Folge schon mal gesehen. Wer sich diese aber nochmal angucken möchte, kann sich gerne die letzte Folge anschauen. Oh. So, und da hatten wir jetzt gerade schon den ersten Unfall. Und in der letzten Mission sind wir ja auf den letzten Metern sozusagen gescheitert, als unser Auto dann wieder mal explodiert ist. Und ich dachte mir jetzt mal, dass ich probiere, etwas vorsichtiger aufzufahren. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt und es hat nicht geklappt. Aber vielleicht klappt es ja diesmal. So, ich glaube, hier können wir abkürzen. Ja, hier können wir ganz gut abkürzen. Und falls ihr euch gerade wundert, warum ich $500 mehr habe als beim letzten Mal, als ich gerade zu dem Rennen gefahren bin, habe ich aus Versehen einen Stunt gemacht und dadurch $500 bekommen. Nicht, dass ihr euch da jetzt wundert. Und ich muss sagen, bisher läuft das Rennen eigentlich recht gut. Also, wir könnten, glaube ich, ein bisschen mehr Abstand haben. Aber wir sind Erster. Das ist schon mal gut und unser Auto qualmt noch nicht so sehr. Aber unsere Motorhaube ist schon weg. Das ist eigentlich auch nicht so gut. Also vorsichtig hier rüberfahren. Hier dann wieder ein bisschen beschleunigen. Und ja, was kann man denn bei diesem Rennen mal so ein bisschen erzählen? War. Eigentlich müsste ich mehr konzentrieren, aber ich wollte hier noch ganz kurz eine Sache ankündigen. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein extra Video. Und zwar wird bald wahrscheinlich noch ein weiteres Let's Play kommen, wo ich aber noch nicht sagen kann, wann genau das kommt, ob das überhaupt kommt. Das ist jetzt nur so eine ganz kleine Planung. Und das Spiel, das werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Aber ich will jetzt noch nicht genau sagen, was es ist. So. Und dann muss ich auch mal schauen, wie ich mit Far Cry 3 fortfahre. Da, naja, ich muss sagen, letzter Zeit hatte ich nicht wirklich viel Lust auf Far Cry 3. Aber ich möchte das Spiel schon ganz gerne natürlich zu Ende let's playen. Und da werde ich heute wahrscheinlich oder morgen auch nochmal Far Cry aufnehmen. Wer sich übrigens mal Far Cry angucken möchte, der kann gerne mal auf meinem Kanal in der Playlist suchen. Die Uhr. Oh, 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 oh. Das war knapp. Tja, ja, wie gesagt, ihr könnt gerne mal auf meinem Kanal suchen. Einfach Far Cry 3 oder einfach mal bei den Playlists gucken. Das sind nur 4 Playlists. Und hier ist das Rennenende. Und wir haben das Rennen geschafft. So. Vorsichtig fahren ist wirklich gut, muss ich sagen. Driver ain't no unfair advantage. You think you're clever, but it is you who is missing the point. Not only was he racing, but he was satisfying me. Fully. What are you gonna say about that? The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait a minute, bitch! What is this shit? They did to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Yeah, whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye!
Mission erfüllt. Und die Catalina hat uns offenbar Grundstückspapiere gegeben für eine Garage in San Fierro. Ja, und dann geht's jetzt offenbar wohl nach San Fierro weiter. So, ich steig mal ganz kurz aus dem Auto aus. Ich glaube, wir kriegen jetzt einen Anruf. Ja, und da ist er auch schon. What's that? Hey, Carl, dude. Now I got the little mama you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you. I don't know you. Prank caller, prank caller. Okay, das war ein Anruf von The True. Und wir sollen jetzt zu The True fahren. Und ja, das war ein sehr komischer Anruf von einem sehr komischen Kerl. Naja, fahren wir einfach mal zu The True. Ich schaue auch mal ganz kurz auf die Karte, wo das genau nochmal ist. Ich vergesse das ja auch immer. Ah, so war das. Oh, das ist hier unten. Ja, ich fahre da mal schnell hin. Und ich würde... Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann gleich. Also, bis gleich bei The True. So, und da bin ich dann auch schon wieder... Ich bin gerade auch einmal kurz gestorben. Das war nicht so toll. Are you going to San Fierro? Peace. I've got everything you need, lone traveler. It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look, here go your paper. Ah, the karmic circle closes. All is as it should. Damn, man, there must be 2 tons of that stuff back there. 3 Rama. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh, man, narcs, you fucking rat. Dude, don't put that on me. You the one deal with Tenpenny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. Gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Hilft The True, das Marihuana zu vernichten. Ja, wir sollen jetzt das Marihuana hier mit dem Flammenwerfer vernichten. So. Und das erinnert mich gerade auch ziemlich an Far Cry 3. Wer sich vielleicht noch an die Folge erinnern kann. Da mussten wir ja auch Drohungsfelder der Piraten zerstören. So. Hier nochmal ein bisschen. So, das sollte, glaube ich, reichen. Oh, da vorne ist sogar noch was. Das kriegt der The True offenbar nicht hin. So. Und ich muss sagen, dieser Helikopter ist ziemlich laut. Auf den Ohren. So. Dann hier nochmal ganz kurz rüber. So. Hier dann mal durch. Ach, kann man auch einfach so machen. So. Oh, das brennt schon. So, wo ist noch was? Hier ist noch was. So. Oh. So, dann hier noch lang. Und hier noch ein bisschen. Assholes. Right wing assholes. Oh, I don't feel too good. Oh. It's a crying shame, ain't it? No. Und das Bild wackelt hier schon langsam. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get it fired up. So, und das Bild wackelt langsam ganz schön.
Der Karl hat hier wohl ein bisschen zu viel davon eingeatmet. So. Und dann hier nochmal durch. So. Hier noch ein bisschen. Und hier dann auch die kleinsten verbrennen. Und hier ist dann auch nochmal ein bisschen was. Hier nochmal ein bisschen. Hier noch. Und zum Schluss dann auch nochmal hier kurz lang gehen. So. Oh, das war's. War's das? Nee, doch, das war. Geh und sprich mit The True. So, da sollen wir jetzt hier vorne hin zum Mutterschiff. So. Oh. Ja, also der True hat hier auch noch einen Raketenwerfer, eine RPG. Und daraus wollte er eigentlich eine Lampe machen, sagte er gerade. Und ich muss sagen, den Helikopter treffe ich nicht wirklich gut. So. Also das Ding ist wirklich nicht meine Lieblingswaffe, möchte ich sagen. So, und ich höre gerade auch, der Part ist schon wieder vorbei. Und der Helikopter ist getroffen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge steigen wir dann mal ins Mutterschiff. Ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Frio. Ciao.